Ja, und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge. Mal sehen, ob wir den Tod nicht mit ein paar Feuercrackern überraschen können. Ich hoffe es natürlich. Ansonsten hätte ich nämlich kleine Probleme. Wilbur, geh schneller. Ob der Tod so einfach auszutricksen ist? Was zum... im Ofen knallt und raucht es. Das ist... Schnell mich eintragen. Wilbur Wetterquarz. Weißkampfgebirge. Gutes Datum? Jetzt gleich. Unglaublich. Ich habe den Tod ausgetrickst. Seltsam. Ich wüsste nicht, warum das Holz so knallen sollte. Das war seltsam. Allerdings ist das vielleicht auch nicht so schwer, wie uns das Sprichwort glauben lassen möchte. Da steht Wilbur Wetterquarz, Weißkammgebirge, Todesdatum... Jetzt gleich. Ich hoffe, das wird den Tod überzeugen. Und mal gucken, ob der Tod sich überzeugen lässt. Tag, Tod. Hallo. Ich habe nochmal in das Buch der Toten gesehen. Und da steht mein Name. Ich muss sterben. Tatsächlich? Den Tod ausgetrickst. Das ist ja wundervoll. Da scheint jemand begriffen zu haben, dass sich Gewalt verkauft. Lebe wohl, Sterblicher. Na super. Ah, das tat gut. So fühlt es sich also an, tot zu sein. Es ist etwa so wie Himbeerkuchen von Tante Ethel. Oh Gott, dann muss der Himbeerkuchen aber ziemlich ruhig geschmeckt haben. Ich hoffe, ich erschrecke die Leute als Geist nicht zu sehr. Am besten, ich gehe direkt zur Magierschule. Also gut, es muss wohl sein. Und hinein. Ich hab's! Ich hab das Amulett! Eine fantastische Welt mit unglaublichen Wesen da drüben. Und kaum zu fassen, wie ich das Amulett bekommen habe. Eine Schande, dass nur Geister durch den Spiegel gehen können. Jetzt muss ich nur noch wiederbelebt werden. Das kann ja nicht allzu schwierig sein. Das denkst du, Wilbur. Keine Ahnung, wie ich da wieder reinkomme. Ich sollte den Tod fragen. Buh, Herr Tod. Huhu, Herr Tod. Schauen Sie mal, wer zurückgekehrt ist. Was zu... gerettet an einem Och nö. Du bist ein Geist? So ist es. Das kommt auch immer mehr in Mode. Die Leute können heutzutage einfach nicht mehr loslassen. Was willst du? Warum bin ich immer noch hier, obwohl ich tot sein müsste? Das ist Schlamperei. Ich möchte auf der Stelle wiederbelebt werden. Tut mir leid, keine Chance. Ich hab dich ordnungsgemäß um die Ecke gebracht. Da drüben liegst du doch. Tot wie Oberlippenbärtchen bei Fußballern. Und dass du ein Geist bist, ist nicht meine Schuld. Du musst einfach loslassen, Junge.
Es könnte sein, dass hier ein schrecklicher Irrtum vorliegt. Ein Irrtum? Du bist doch tot, oder? Nicht untot oder sowas. Alles bestens. Aber vielleicht sollte ich noch gar nicht sterben. Doch, natürlich. Das steht doch im Buch der Toten. Aber ich habe meinen Namen in das Buch der Toten geschrieben. Oh oh. Oh oh. Oh oh? Mein Wort. Verdammt. Es war zu schön, um wahr zu sein. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Eine Menge Papierkram? Nein. Es bedeutet, dass ich den Lauf der Dinge verändert habe. Dass ich meine Kompetenzen weit überschritten habe. Bei der nächsten Buchprüfung wird man mir die Haut abziehen. Der internen Revision wird nicht entgehen, dass hier ein nicht registrierter Geist durch die Gegend spukt. Du glaubst nicht, was sie mit den Nornen gemacht haben, als die mal mit ihren Fäden ins Tüdeln gekommen sind. Und wenn sie mich zurück ins Leben holen, dann reißen wir die Seite aus dem Buch der Toten und erzählen niemandem von dieser kleinen Episode? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und dir macht es nichts aus, weiterleben zu müssen? Da muss ich durch. Gut, ausgetrickst. In Ordnung. Komm schon, leg dich in deinen Körper. Tut mir leid, dass ich deine Todessehnsucht nicht erfüllen konnte. Nicht so schlimm. Es war eine interessante Erfahrung. Ich habe das Amulett noch. Meister Markus wird Augen machen. Ein Zylinder. Tag, Tod. Hallo. Würden Sie mir den Zylinder vielleicht kurz leihen? Sie bekommen ihn heil zurück. Du willst ihn reparieren? Nein. Würden Sie ihn mir dann einfach... Auf gar keinen Fall. Ich dachte nicht, dass mein Tod ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen würde. Tut mir leid. Ach, ich hätte dich nicht umbringen dürfen. Es ist nur, ich habe so lange darauf gewartet. Und es macht mir einfach Spaß. Vielleicht sollten Sie sich eine andere Beschäftigung suchen. Ja, das Geschäft mit dem Tod ist nicht so sicher, wie man glaubt. Aber was soll ich denn tun? Sie könnten sich ein interessantes Hobby suchen. Krötenzucht zum Beispiel. Ich mag keine Tiere. Oder Sie könnten etwas sammeln. Ich sammle schon jetzt die letzten Worte von Sterbenden. Bisher habe ich null. Oder Sie könnten anfangen zu lesen. Im einzigen Buch, das mich interessiert, gibt es nur leere Seiten. Ich glaube, Hobbys sind nichts für mich. Sie könnten trainieren, die alten Knochen auf Vordermann bringen. Ich bin nicht so der dynamisch-sportliche Typ. Vielleicht könnten Sie eine Jugendmannschaft trainieren. Sie könnten ein knochenharter Schleifer sein. Man würde Sie Trainer Tod nennen. Klingt das nicht gut? Nicht für mich. Wie wäre es mit einem anderen Beruf? Vielleicht machen Sie sich selbstständig. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Mein eigener Chef werden. Eigene Entscheidungen treffen. Genau. Es gibt bestimmt vieles, was Sie tun könnten. Was schlägst du vor? Oha. Auftragskiller. Niemand versteht mehr vom Töten als Sie. Vielleicht werden Sie Auftragskiller. Manchmal habe ich das Gefühl, du hörst mir nicht zu. Hier kann man nicht sterben. Soll ich denn die Leute bei lebendigem Leib in der Wüste verscharren? Moment mal. Das ist es. Was? Lebendbestattungen. Hä? Ich werde Totengräber. Wie mein Vater. Ich biete den Leuten an, sie für ein geringes Entgelt lebend zu verscharren.
Aber wer will schon lebendig begraben werden? Gute Einwand. Da gibt es eine Menge Leute. Junge Leute, die von ihren Freunden blamiert wurden. Alte Stars, die sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen wollen. Reiche Ehemänner. Was für ein Interesse hätten reiche Ehemänner, sich begraben zu lassen? Gar keins. Die zukünftigen Witwen aber schon. Wer die Rechnung zahlt, ist schließlich Nebensache. Ich komme aus einer Gnomenfamilie. Wir Gnome sind dafür bekannt, gern mal seltsame Ideen zu haben. Aber noch nie in meinem ganzen Leben habe ich eine so... Sag kein Wort. Du kannst mein Partner werden. Es gibt viel zu tun. Wir müssen Särge bestellen und wir müssen Werbung machen. Ich soll Ihr Geschäftspartner werden? Na klar, es gibt viel zu tun. Und immerhin war es deine Idee, dass ich mir eine neue Beschäftigung suchen soll. Ich fühle mich geschmeichelt, aber... Als erstes musst du Risikokapital auftreiben. Du musst irgendjemanden mit viel Gold überzeugen, dass unsere Geschäftsidee Zukunft hat. Hat sie das? Ich werde in der Zwischenzeit mit den Tests beginnen. Tests? Man kann so eine Dienstleistung doch nicht verkaufen, ohne es selbst einmal ausprobiert zu haben. Die Tod- und Gnom-Lebendbestattung GmbH bietet nur höchste Qualität und ist von ihren Produkten überzeugt. Merkt ihr das? Na, wenigstens eine GmbH. Ein Zylinder. Hi. Hallo, Pa. Würden Sie mir den... Du willst ihn reparieren? Würden Sie... Auf gar keinen Fall. Wegen Ihrer... Nicht so bescheiden. Wolltest du nicht Startkapital für... Naja... Beeil dich, ich will... Ich geh dann mal... Ja, Zeit ist Geld. Oh, oh, oh. Nein, immerhin. Besser als nix. Einmal bitte die Karte. Sehen Sie hier. Oh, mein, ist das? Ja, yep, das Amulett von Balthasar dem Brüchigen. Wie? Wie bist du da rangekommen? Ich bin durch den Spiegel gegangen. Und in einer wahnsinnig spannenden und abwechslungsreichen Questreihe habe ich mir in der Geisterwelt das Amulett erkämpft. Ich glaube es einfach nicht. Ein kleiner Gnom. Wie ist das? Alles ist möglich, wissen Sie noch? Das glaube ich auch fast. Damit hast du die erste Prüfung bestanden, Wilbur. Das ist schon mal eine Prüfung mehr, als ich dir zugetraut hätte. Die anderen schaffe ich auch noch. Wenn du meinst. Jetzt ist nur die Frage, wie tue ich mir das nächste aneignen? Davon hat mir Opa mal erzählt. Baum klemmt unter einem Stein fest. Ein leichtes Zupfen am Seil und die Schlinge zieht sich blitzschnell zu. Hoffe ich zumindest. Und wieder raus. Komm, Kleiner, ich tu dir nichts. Ich brauch dich nur ganz kurz. Keine Chance. So lässt es sich nicht einfangen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen.
Der Vergrößerungseffekt hält nicht so lange an. Ich sollte lieber in der Nähe der Kanalisation sein. Der Zaubererlehrer sagt, es sei ein mächtiges, magisches Amulett. Aber er konnte mir nicht sagen, was die Fähigkeiten des Amuletts sind. Vielleicht werde ich es nie erfahren, aber immerhin habe ich damit die... Komm, Clyde, keine Chance. Vielleicht weiß ja der Tod, was das ist. Ich habe die Seite mit meinem Namen aus dem Buch herausgerissen. Ich hoffe, der Tod bekommt keinen Ärger. Ein Zylinder? Ich komme leider nicht dran. Gute Frage, nächste Frage. Yep. Die Karotte passt nicht einmal mehr in den Käfig des guten Bertram. Vielleicht futtert er wirklich ein wenig zu viel. Ich glaube, damit tue ich ihm einen Gefallen. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich soll Sie fragen, ob Sie sich vielleicht an einem Geschäft beteiligen wollen. Dafür habe ich immer ein offenes Ohr. Worum geht's? Der Tod will Lebendbestattungen anbieten. Was sind Lebendbestattungen? Man begräbt Leute, die noch nicht tot sind. Das ist völliger Blödsinn. Ich weiß. Wie viel Kapital braucht er? Aber ich dachte, Sie halten die Geschäftsidee für Blödsinn. Das heißt ja nicht, dass da kein Geld drin steckt. Überleg mal, der Tod wirft sein bisheriges Geschäftsmodell über Bord und greift aggressiv nach neuen Märkten. Und ich als allgemein anerkannter Experte für die Zukunft sehe da hervorragende Erfolgsaussichten. Oh. Aber wer sollte sich denn lebendig begraben lassen wollen? Niemand, das interessiert aber auch nicht. Wir Was holen uns das Chaos. Geld von den Kapitalmärkten. Die Anleger werden schlau stehen. Okay, Also kann ich dem Tod sagen, dass Sie ihm Gold geben? Aber sicher, ich komme heute Nachmittag rüber und bespreche alles mit ihm. Bis dahin werde ich schon mal die Gerüchteküche anfüttern. Na gut. Ich gehe dann mal. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Ja, wiederkommen. Leicht. Das sollte funktionieren. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Schlingensache. Ja! Nein! Nee. Den Göttern sei Dank. Es war nur ausgenockt. Die Schlinge hat sich wohl nicht schnell genug geschlossen. Deswegen wurde das arme Karnickel in die Luft katapultiert. Das zeigt wieder einmal, dass man niemals Technologien benutzen sollte, die man nicht versteht. Das ist wohl wahr. Aber wenigstens habe ich das Kaninchen. Ich sehe schon, Gevatter Tod steht da schon. Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich habe ein Grab geschaufelt. Mit Opas alter Schaufel in der Hand und Papas Zylinder auf dem Kopf. Es ist einfach großartig. Ich habe den reichen Schausteller nach Risikokapital gefragt. Er will vielleicht bei uns einsteigen. Ausgezeichnet. Es wird ein Hit, da bin ich mir sicher. Eine echte Marktlücke.
Man fragt sich, warum da vorher noch nie jemand drauf gekommen ist. Mir fallen da auf Anhieb 1000 gute Gründe ein. Und? Wie laufen die Tests? Bisher alles wunderbar. Das Grab war schnell ausgehoben. Den Sarg hatte ich noch herumliegen. Der entspricht natürlich nicht unserem angestrebten Standard. Aber für die Tests wird es reichen. Bestimmt. Gut, dann steig mal ein. Was? Es war Ihre Idee. Ihnen gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Oh, das ist so zuvorkommend. Ehre, wem Ehre gebührt. Also gut. Ich verbuddel den Tod. Mit dem Zylinder bin ich zu groß. Kannst du ihn so lange halten? Aber gerne. Sehr angenehm bisher. Jetzt die Erde drauf. Sicher? Natürlich. Nun mach schon. Großartig. Diese Dunkelheit. Stille. Das musst du ausprobieren. Wir sollten später Trauermusik spielen. Und die Kunden könnten sich vorher mit mir fotografieren lassen. Schreib das mal mit, Wilbur. Und für die Hinterbliebenen reichen wir Schnittchen. Hast du das, Wilbur? Schnittchen! Und Salutschüsse. Kanonen, Wilbur! Wir brauchen Kanonen! Oh. Hoffentlich ist er jetzt wenig später. Ich hoffe, nun ist er glücklich. Na, wenigstens habe ich den Zylinder. So. Schnell mit ihm reden wegen dem Zauber. Hallo. Wilbur. Schauen Sie. Und auch noch ein weißes. Das ist perfekt. Jetzt fehlt nur noch der Zylinder. Habe ich auch. Bin schon unterwegs. Ich habe den Zylinder für den Zauber. Ich musste ihn den kalten Fingern des Todes entreißen, sozusagen. Naja, Hauptsache wir haben alles. Komm hier rüber, stell den Zylinder auf den Tisch. Leg das Kaninchen rein. Jetzt lege ich ein schwarzes Tuch in den Zylinder. Das noch hier rüber und fertig. Wie du siehst, ein leerer Zylinder. Aber... Du musst viel mit den Armen herumfuchteln. Dann sprichst du einige Beschwörungsformeln und machst viel Brimborium. Eine hübsche Assistentin hast du wohl nicht, oder? Ist das nicht... Wenn die Spannung am Siedepunkt angelangt ist, dann... Tata! Ziehst du das Kaninchen aus dem Zylinder, aber achte darauf, dass das Tuch im Hut bleibt. Sonst fliegt der ganze Trick auf. Ziemlich clever, oder? Das ist Betrug und überhaupt keine Zauberei. Natürlich nicht. Es sieht aber so aus. Aber ich wollte doch einen echten Spruch lernen. Bist du verrückt? Das dauert Monate. Ich kann mir mein Diplom doch nicht mit so einem Trick ergaunern. Ach was, du hast gesagt, du willst Diplom-Magier werden. Und du hast gesagt, es muss schnell gehen. Das ist deine einzige Chance. Das ist wohl wahr. Was bleibt mir anderes übrig? Viel Erfolg bei deiner Vorstellung. Auf gut Glück versuchen wir es mal. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Ich würde Ihnen gern den Trick, den Zauber vorführen. Oha. Ich bin gespannt. Wie Sie sehen, ist der Zylinder völlig leer. Jetzt bin ich mal gespannt. Hex, Hex.
Häschen? Fantastisch. Geht es dir gut? Du hast das Kaninchen im Zylinder fast in ein Schaf verwandelt. Das ist außergewöhnlich, fast unmöglich. In dir muss erheblich mehr Magie stecken, als ich jemals gedacht habe, Wilbur Wetterquarz. Danke, aber ich hatte auch einen tollen Assistenten. Hätte mir jemand gesagt, dass ein Gnom ohne Magier in der Familie innerhalb so kurzer Zeit 2 Diplom-Magierprüfungen besteht, ich hätte es nicht geglaubt. In dir steckt mehr drin, als man erwartet, Wilbur. Danke. Und die letzte Prüfung werde ich nun auch noch bestehen. Ich glaube es nach wie vor nicht. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Okay. Und damit war's für diese Folge. Die ist auch lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, euer Sarek.